Bam. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich bin's wieder, Lord986. Wir machen heute weiter und aus gegebenen Anlass, um genau zu sein, weil das Loot Crate heute angekommen ist und diese geile Maske hier drin war, trage ich die jetzt. Wir haben schon viel Spaß damit gehabt, bevor der Livestream jetzt wirklich angefangen hat. Ja, wir machen mit dem Gedächtnisabschnitt 4 weiter. Wir sind bei Abul Nukwut in Damaskus noch unterwegs. Wir wollen ihn entledigen, aber da ist ja gestern das Spiel abgestürzt. Und danach kümmern wir uns um Wilhelm von Montferrat. Und vielleicht machen wir vorher hier auch noch die 100%, zumindest mit den Bürgern retten und so weiter. Hier ärgere ich mich immer noch, aber das wird sich morgen ändern. Morgen nehme ich mir nämlich die Zeit. Morgen oder übermorgen nehme ich mir die Zeit und mache das da fertig. Und ja. Danach haben wir ja nur noch zwei Kapitel. Und das sind hier zwei Städte, das sind das heißt drei Folgen danach noch. Das heißt, wir sind nächste Woche Mittwoch theoretisch fertig. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber das wird wahrscheinlich auch noch mit dazu kommen. Sagen wir, Mittwoch sind wir fertig mit der Hauptstory eventuell. Mittwoch, Donnerstag um den Dreh rum, dann nochmal eine halbe Woche, um hier den Rest fertig zu sammeln. Das klingt doch nach einem Plan. Alles klar, sind zum Fortsetzen. Alles mit klar. Können Sie Ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen. Gut. Das klingt sehr, sehr nett. Irgendwie. Das kann jetzt auch durch die Brille kommen, aber im Kader hat er leichte Lecks drin gehabt, weil er ja hier auch im Kader lädt, aber das sollte er eigentlich nicht haben, sondern sollte eigentlich perfekt laufen. Ja, doch, das sind Lecks. Das sind eindeutig Lecks gewesen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Spiel nicht schon wieder abstürzt, sondern nochmal abstürzt. Wenn doch, dann muss ich mal kurz den PC neu starten. Weil ich ja die Treiber für das Headset installiert habe, da musste ich ja sowieso schon mal neu starten und dann nochmal neu starten, nochmal neu starten, dass die vielleicht in irgendeiner Art und Weise da so ein bisschen Stress machen. Ja gut, wir müssen uns das Gespräch anscheinend nochmal geben. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukwut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Ja, das Zuschlagen wollen wir gleich machen. Ich will aber noch kurz, weil sich da eben gerade beschwert wurde. Eigentlich habe ich... Ach, ich habe die globale Werbung geändert gehabt. Okay, wir haben eine... Ja, die ist wirklich ein bisschen groß. Die soll eigentlich so klein und schön sein. Sorry, ich habe das nur in der einen Szene umgestellt gehabt. Jetzt ist auch nicht mal der halbe Bildschirm mit Werbung gefüllt. Das war ein Fehler meinerseits. Eigentlich wollte ich nur die, nicht in der globalen Quelle ändern, sondern in der lokalen Quelle. Das habe ich aber versemmelt, leider. Ja, wir sollen ja das Attentat auf den Händlerkönig machen und unterwegs kommen wir eigentlich indirekt an den Bürgern hier noch vorbei. Deswegen machen wir die fix einfach jetzt nochmal schnell fertig und holen uns auch den letzten Aussichtspunkt. Dann haben wir hier wirklich die 100% erreicht, weil das nach dem Attentatsziel werden wir ja automatisch wieder nach Musaf rüber geportet. Und das wollen wir ja ein bisschen verhindern. Und ich muss nochmal kurz raustemmen, denn ich habe einen richtig geilen Kommentar bekommen und den würde ich euch ganz gerne vorlesen. Ich habe mir den jetzt nicht ausgedruckt. Deswegen, ich das Spiel mal kurz auf Pause. Geht sofort weiter. Also, ich hatte ja die Frage gestellt gehabt, wie das aussah mit der Herrschaft von den Christen, mit Jerusalem. Faktisch haben die viermal Jerusalem regiert. Das erste Mal unter den Byzantinern, beziehungsweise in Ostrom, nachdem Theodosius das Christentum zur Staatsreligion machte. Die Stadt fiel dann im 7. Jahrhundert nach Christus an die Muslime. Dann das zweite Mal 1095 nach Christus, also 1095 nach Christus, nicht 10.000. Da wurde Jerusalem im Zuge des ersten Kreuzzuges wieder von Christen erobert. Die Stadt wurde dann fast 100 Jahre später, also 1187, von Saladin erobert und ist damit wieder in muslimischer Herrschaft.
Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir uns eben gerade circa befinden, ne? Circa 1189 befinden wir uns aktuell. Dann im 12. Jahrhundert, 1229, da ist Friedrich II., Kaiser des HHR, Hansestadtreich, weiß ich nicht, was das heißt, durch Verhandlungen eine friedliche Übergabe der Stadt wieder in die Hände der Kreuzritter. Da ist aber nur 15 Jahre, also hier ist nur 15 Jahre in der Hände der Kreuzritter geblieben. Danach haben die Muslime die wieder zurückerobert. Und das vierte Mal nach dem Ersten Weltkrieg, interessanterweise, da wurde das Osmanische Reich aufgeteilt unter den Siegern. Und im Zuge dessen wurde Palästina und damit auch Jerusalem Protektorat von Großbritannien, wo die Stadt auch bis zur Gründung Israels auch verbleibt. Ziemlich geil. Danke für die Informationen. Richtig, richtig cool. Wusste ich nämlich, wie gesagt, nicht. Habe ich anscheinend im Geschichtsunterricht nie aufgepasst. Beziehungsweise Geschichtsunterricht war bei uns eher, meistens ging es um, ja, Hannibal und sowas. Also nicht den Hannibal jetzt aus dem Fernsehen, sondern einen anderen Hannibal. Und sowas. Aber ehrlich gesagt, war mein Interesse damals noch nicht für Geschichte so groß, wie es jetzt mittlerweile ist. Weil ich Geschichte als solches doch zum Großteil sehr, 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 sehr interessant finde, weil man viel, viel daraus lernen kann. Und hier unten. Ach, auf der anderen Seite des Flusses. Okay. Da müssen wir außen rumrennen. Leider. Weil ich jetzt. Hier wäre bestimmt auch ein gutes Versteck für weitere Flaggen gewesen. So, da vorne ist auch schon unser Spaß. Da, wo wir Spaß haben wollen. Nummer 1. Nummer 2. Ah, verdammt. Ich mach's mit dem Dolch. Auch wenn die Gegner schwerer geworden sind, aber gerade weil die schwerer geworden sind, ist es mit dem Dolch etwas leichter. Weil wir diese höhere Angriffsfertigkeit haben, also die höhere Geschwindigkeit. Und wir haben noch vor drei, vier weitere, fünf. Nee, doch nicht. Vier weitere angelockt. Der kriegt erstmal direkt den Dolch in den Schuh rein, weil er meine Combo hier unterbrochen hat. So. Hier schmeißen wir mal ein Messer an den Hals. Das hat auch geholfen. Und den anderen habe ich schon wieder totgebounced. Und das war's auch. Nein, doch nicht. Wo kommst du denn jetzt mit einmal wieder her? So, in die Richtung schubsen? Ja, genau, Toten schubsen. So, damit haben wir die Bürgerin auch schon wieder gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Genau, Geschichte ist interessant, aber nur dann, wenn man nicht 5 Jahre lang das Nazi-Thema durchnimmt. Ja, das ist das Problem, was wir hier in Deutschland halt eben haben. Meistens wird unsere Geschichte zumindest mit den Nazis in Verbindung gebracht und nicht mit dem, wie es früher war. Also der ist. Deutschland gibt es ja schon zwar nicht in der Form als Deutschland, sondern halt eben auch unter anderen Namen. Schon lange, lange, lange Jahre. Und warum bin ich jetzt schon wieder entdeckt worden? Kann mir das mal einer erklären? Warte mal, bitte tut mir nichts. Ist der jetzt noch hier? Nein, er ist nicht. Ach, ich sehe schon, warum ich entdeckt worden bin. Aua. Schade, dass man das dann nicht wieder abwehren kann. Ha, ausgewichen, like foes. Jetzt machen wir hier den Tanz der Tänze. Nein, oder auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Hinterher, hinterher, hinterher. Und nicht mehr aufstehen lassen am besten. Er versucht zwar abzuwehren, aber ja, wie gesagt, der Templer hat jetzt sein Übriges getan und hat dafür gesorgt, dass wir hier natürlich jetzt entdeckt sind. Aber dafür haben wir 16 von 60 Templern erledigt. So, die kommen hoffentlich nicht schnell genug nach. Dann wird hier gleich das auch resettet, das Event. Und dann können wir da unten auch den Bürger befreien. Immer wieder Hamburger befreien. Jede Menge Hamburger zu befreien. So, da ist es auch schon soweit. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Achso, es ist mir nicht erlaubt, hier zu sein. Ich spring mal runter. Dann kriegen wir auch keinen Ärger. So. Wir müssen nur noch den Reset rausbekommen, also hinbekommen, dass hier die Szene wieder gestartet wird. Da ist er. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir ist? Nein, dich wollte ich auswählen, genau. Vorsicht jetzt. Der. Ach, verdammt, der hat's auch eigentlich nicht mitgekriegt. Ich nehme das Schwert diesmal. Damit wir auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Nein, verdammt. Falsche Taste gedrückt gehabt. Ich wollte ihn eigentlich zurückstoßen. Vielleicht weißt du, aber deine Niederlage.
So, jetzt reicht's aber hier. Jetzt reicht es hier aber auch. Tja, wenn ich in dir stehe, dann kannst du auch nicht abwehren, ne? Dich haben wir auch schön pariert. Mit Lanzparade war das mehr oder weniger gewesen. Und auch dir. Oh, da habe ich ihn in den Arm reingeschoben. Na komm, so ist fein. Und da haben wir auch den nächsten gerettet. Shredder versus Templar. Riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber die Leute sind irgendwie ein bisschen leiser geworden, kommt mir zumindest so vor. Wir werden erst den Bürger noch retten, weil der hier noch auf unserer Seite des Flusses ist. Da sollte man etwas schneller rankommen. Und erst danach werden wir über den Fluss gehen, den letzten Bürger retten, oder die letzten zwei. Oh nein, da gehen wir nicht durch. Sonst sind wir wieder entdeckt und dann haben wir wieder die ganze Grütze am Arsch hängen und das wollen wir nicht. Und tun nicht Not. Oh, elegant drüber gesprungen. Nice. Nice, 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 nice. Och Mann, ich hasse die Bettler, die einem hier zurückschleudern. Verdammt, der ist nicht schlecht. Aber nein, 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 nein! Oh Mann, ich hatte den noch niedergeworfen. Eigentlich wollte ich den erwischen jetzt. Herrgott nochmal. Hauptsache, sie greifen wieder aus allen Richtungen an. Anstatt schön fair mit einem zu spielen. Und da kommen die nächsten wieder an. Könnte ich mal bei dem da bleiben? Und hör doch auf, immer dein Wurfmesser zu benutzen. Boah! Von hinten durch den Hals. Krass. Mich würde mal echt interessieren, was sie da sagen. So, wie viel sind es noch? Drei. Und einer ist flinker als der andere gerade. Einmal dicht gegen die Wand. Und weg. Und damit sind alle weg. Sehr schön. Wo ist der? Da. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. So. Ach, es sind sogar noch zwei Bürger zu retten. Verdammt. Verdammt, verdammt. Aber wir haben es ja dann gleich geschafft. Dann brauchen wir das nämlich nicht nochmal machen hier in dem Bereich. Das ist mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen lieber, als wenn wir da nochmal das Backtracking betreiben müssten, um da wieder aufzuräumen. Darf man hier durch? Ja, ne? Ja. Das ist gar kein Problem. Oh, da waren sie. Da haben sie es wieder direkt mitbekommen. Aber egal. Dolch OP. Dolch OP. Das Problem ist, dass wir wieder mal keine Wurfmesser haben und ich ehrlich gesagt keine Lust habe, mir hier Wurfmesser zusammenzuklauen. Ey. Nicht aufstehen lassen, nicht aufstehen lassen. Das ist gut. Sehr nice. Damit war es nur noch der eine hier. Und alle weg. Schön. Jetzt haben wir einen Run. Jetzt haben wir einen Run. So, der Aussichtspunkt ist irgendwo hinter uns. Hi, Plimpo. Ach, geht doch weg. Geht doch einfach alle weg. Das tut doch gar keine Not. Tut doch gar nicht Not, dass ihr hier wieder... Nein, nein, nein. Gut, dann gehen wir oben lang. Wir müssen ja eh zum Aussichtspunkt. Das ist besser. Da hast du vollkommen recht, Spiel. So, wo soll er sein? Da. Uiuiui. Kommen wir von hier aus so? Nein. Okay, wieder die Frage, wo kommen wir hoch? Waren wir hier nicht schon mal oben gewesen? Ich glaube, von hier aus springe ich jetzt einfach rüber. Klettere hier hoch. Wenn er noch ein Stückchen da hoch sich hochhangen kann, perfekt. Dann kommen wir hier über den Stein auf das Dach drauf. Und dann von dort aus weiter den Turm hoch. Das müsste ja theoretisch funktionieren. Wenn nicht wieder was irgendwas im Weg kommt. Oder ein Absturz kommt oder ähnliches. Dann kriegen wir das auch gemeistert. Ja, okay. Willst du nicht weiter? Nicht weiter? Schlimm. Wir haben diesen Turm definitiv schon erklommen gehabt. Aber er hat es ja nicht gespeichert gehabt, weil ich ja leider Gottes einen Absturz des Spiels hatte. Wie ich ja auch gezeigt hatte. Ärgerlich.
Ärgerlich. Sowas ist immer wieder ärgerlich. Aber gut, ist egal. Können wir nichts machen, ist nun mal so. Ich denk mal, ab Assassin's Creed 2 wird das vielleicht auch wieder besser werden. Aus dem ab und an Absturz, das ist vertragbar. So, dann noch einen Hamburger retten und dann können wir endlich das Attentat begehen. Und wir haben alle Aussichtspunkte im Nobelviertel von Damaskus erklommen. Papa ist stolz auf dich. So, einfach wegrammen. Geht mal beiseite hier. Wie so ein Stier. Oh, den nicht wegrammen, das war knapp. Ach. Wie immer ist das Ziel natürlich auf der anderen Seite. Mit den anderen darf ich das übliche Spielchen leider nicht machen.